Die ETHC 2023 ist zurück an der Strecke. Wir sind zurück von einer langen Sommerpause und wir fahren jetzt in der Tschechischen Republik. Most, die Rennstrecke, bekannt dafür, Spaß zu haben. Und da ist auch Adam Lazko, der ehemalige Champion. Er sagt, ich muss Rennen fahren, ich muss zurückkommen in meine Heimat und wir können es kaum erwarten, ihn Rennen fahren zu sehen und natürlich auch die anderen Racer. Ich bin sehr glücklich, für ein Rennen in dieser Saison zurückzukommen. Wir haben eine sehr enge Saison mit den GT-Autos. Ich bin sehr glücklich und es sind ja auch eine Menge tschechischer Zuschauerinnen und Zuschauer da und das ist der Grund dafür, dass ich zurück bin. Das Rennen ist noch nicht gestartet und es gibt schon jede Menge zu reparieren. André, ich sehe einen Motor rauskommen und der andere wird eingebaut. Was ist passiert? Ja, wir hatten nicht den besten Start für uns heute. Wir hatten gestern ein großes Problem mit dem Motor. Jetzt wechseln wir den Motor und hoffen, am Qualifying teilnehmen zu können. Ihr habt es geschafft. Ja, ich bin sehr glücklich. Jetzt geht's zum Qualifying und ich rocke das. Jochen Hahn, zweitschnellster im Qualifying. Ich habe für dich gehofft, dass du der Schnellste von allen bist. Was war los, dass du nur die zweite Zeit gefahren bist? Oh, danke für die vielen Wünsche, aber es ist nicht passiert. Was passiert ist, in der ersten wirklich schnellen Runde bin ich immer ein wenig vorsichtig. Da gehe ich auf Sicherheit. Und in der Rundenzeit war ich gut und dachte, okay, kann Pole Position sein. Und in der zweiten schnellen Runde habe ich angegriffen, aber zu hart gepusht. Gestern gab es eine große Feier in der Stadt. Die Menschen haben Autogramme bekommen, Fotos gemacht. Das war ein guter Aufgalopp, aber jetzt können wir es kaum erwarten, was in den Rennen passiert. Schön, dich hier zu haben, den Managementdirektor der ETHC. Bevor wir uns mit der Rennstrecke und dem beschäftigen, was gestern war, speziell das Qualifying oder die große Feier, lass uns schnell zu der Rennsaison als solcher kommen. Es ist zukunftsorientiert, über Benzin und Reifen zu sprechen. Die Reifen werden ja nicht nur einmal benutzt, sie haben ja auch noch ein zweites Leben auf der normalen Straße. Vielen Dank, es ist wirklich toll, nach der Sommerpause wieder zurück zu sein. Wir hatten ein fantastisches, lasst es mich sagen, letztes Rennen auf dem Nürburgring, die Vorstellung des ersten vollelektrischen Racetrucks, dem Prototypen von Iveco und Team Hahn. Und wie du gesagt hast, das ist ein Teil der Nachhaltigkeit, Reifenwiederverwendung von unserem Partner Goodyear. Wir haben das Innovation Camp, das wir hier sehen und wir sind für jede Art von Technologie offen. Das ist Teil der Truckindustrie und wir sind ein Teil davon. Norbert Kisch schaut sehr entspannt aus. Er kann auch entspannt sein. Er hat die meisten Punkte in der Saison und gestern ein wirklich gutes Qualifying gefahren. Bist du der Überflieger der Saison? Was ist das Geheimnis, was dich so schnell macht? Das ist kein Geheimnis. Wir versuchen, einen guten Job zu machen, vorbereitet zu sein, ein gutes Setup zu finden und eine gute Runde im Qualifying zu fahren. Und für gewöhnlich funktioniert das und bis jetzt in der Saison auch.
Und dann startet das fünfte Wochenende der Goodyear 4 European Truck Racing Championship 2023 im tschechischen Most mit der Einführungsrunde zu Rennen 1. In der ersten Reihe haben wir den Polesetter Norbert Kisch und Jochen Hahn, dahinter Antonio Albacete und Jamie Anderson. So sah es in den ersten beiden Reihen nach dem Qualifying und der Superpole aus. Und in der Kombination Hinterstart und Ziel ging es dann auch schon mal direkt richtig zur Sache, aber alles gut gegangen. Norbert Kisch kann sich in Führung setzen. Jochen Hahn folgt ihm. Antonio Albacete mit etwas Abstand, dann Jamie Anderson, Sascha Lenz auf der fünften Position und der Race-by-Race-Treiber Lukas Hahn hier mit der Startnummer 22 auf Platz 6 bei seinem letzten Auftritt in diesem Jahr hier in Most. Im hinteren Feld hat sich der Kampf zugespitzt zwischen Mark Taylor mit der Startnummer 81 im MAN und dem Scania von Steffen Faas, dem Tankpool 24 Scania. Faas am Limit, etwas weit raus, kann sich aber nicht im Augenblick gegen Mark Taylor durchsetzen. Da fliegen auch schon die ersten Teile, wohl noch aus den Kollisionen, leichten Kollisionen in der ersten Kurvenkombination. Norbert Kisch, wie man das in dieser Saison kennt, kann sich absetzen, kann seinen Vorsprung vergrößern. Und Jochen Hahn hat nach drei Runden aufgegeben, den roten MAN-Blitz von Reves Racing zu jagen. Und er hat gesagt, ich krieg ihn einfach nicht. Und deswegen lässt er ihn fahren und versucht, den zweiten Platz zu sichern. Aber es drohte Ungemach für Jochen Hahn. Er hatte ein Problem mit seinem Startplatz und das haben die Stewards entsprechend verfolgt und gaben ihm letztendlich eine 5-Sekunden-Strafe, währenddessen Norbert Kisch ohne ein Problem hier zu einem weiteren Sieg in der Goodyear 4 European Truck Racing Championship gefahren ist. Da kommt der Sieger und Norbert Kisch zeigt sich direkt wieder von seiner besten Seite. Antonio Albacete durch die Strafe von Jochen Hahn auf Platz 2. Und Jochen Hahn selbst konnte den dritten Platz auf dem Podium noch verteidigen. Herzlichen Glückwunsch, gut dich wieder hier zu sehen. 11 Runden später, wieder vorne weggefahren. War das ein Riesenspaß für dich? Ja, gutes Rennen, sehr glücklich mit dem Resultat und wie ich vor dem Rennen gesagt habe, ich brauche einen guten Start. Mit Jochen war ich so in etwa gleich gestartet. Ich habe dann sehr, sehr spät in die Kurve 1 gebremst und dann konnte ich sicher in Führung gehen. Normal sprechen wir über die Regeln beim Start immer in der Fahrerbesprechung. Diesmal haben wir nicht darüber gesprochen und ich habe gedacht, okay, dann mache ich es halt so wie in der Vergangenheit. Am Schluss habe ich es vergessen und das Podium mit tausendstel Sekunden verteidigt. Es ist okay, aber nicht wirklich schön. Die Resultate im Überblick. Norbert Kisch mit 11 Runden und 7,5 Sekunden im Vorsprung. Antonio Albacete auf der 2. Jochen Hahn 25.000stel hat er noch gerettet gegenüber Jamie Anderson. Sonst wäre der Brite auf dem dritten Platz gewesen. Sascha Lenz wird letztendlich 5. Lukas Hahn auf der 6. Die weiteren Plätze bis zu Platz 15 könnt ihr in der Übersicht erkennen. Willkommen zurück zum zweiten Rennen der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Das zweite Rennen startet in Kürze, aber jetzt müssen die Jungs und das Mädel erstmal Autogramme geben für ihre Fans. Es ist eine Menge los und ich springe mal zu Steffen Faas, da sein Truck wirklich einige Beschädigungen hatte. Haben die Mechaniker alles repariert? Ja, wir sind jetzt gerade wieder dabei, komplett alles zusammenzuschrauben. Ja, aber ich kann doch auch jetzt Deutsch antworten. Ja, also. sorry. He's very ashamed of speaking English. Er schämt sich, Englisch zu sprechen. Ich übersetze das. Ich hoffe, ihr seid auf der Strecke nicht so. Nein. So, is your truck ready to race? Ist dein Truck rennfertig? Dein Truck ist rennfertig. Also ich weiß ja nicht, natürlich ist unser Auto fertig, genauso wie im Steffen seine auch. Achso, auf Englisch, ja. For sure, my truck is ready. Natürlich ist mein Truck fertig und der von Steffen auch. Und ich hoffe, wir haben ein gutes Rennen zusammen und alles ist gut.
Rennen 2 am Samstagnachmittag, Reverse Grid, das heißt Steffi Halm auf der 2 in der ersten Reihe und Adam Latzko, der Lokalmatador, auf Pole Position, weil er Achter wurde im ersten Rennen. Und dann ging die Post auch schon ab. Und was geschah im hinteren Feld? Gab es einen dicken, dicken Unfall, der Gott sei Dank rein aus menschlicher Sicht keine Folgen hatte, sondern nur eine rote Flagge. Aber der Truck von Mark Taylor, die Startnummer 81, war total beschädigt, konnte nicht mehr starten. Was ist passiert? André Kosim wurde in die Mitte genommen. Er hat dann eine Lücke gesucht, hat Steffen Faas gedrückt und es ging dann nicht mehr weiter. Ich habe gerade das erste Mal das angeschaut. Ich habe das nicht mehr so im Kopf gehabt, aber so wie es jetzt aussieht, wurde der André praktisch zwischen uns reingequetscht und hat sich dann an meinem Hinterrad aufgebockt und hat mich auf die Seite, und ich habe in dem Fall mit meiner vorderen Seite den Mark Taylor getroffen, und der Mark Taylor ist dann vor mir abgeflogen. Aber ich habe das so nicht wahrgenommen, ich habe das jetzt gerade erst das erste Mal gesehen, und man sieht halt ganz deutlich, dass der André praktisch an meinem hinteren Rad war und hat mich so rüber gedrückt, und in dem Moment bin ich nach links raus. Ich habe zwar noch gelenkt, das habe ich noch im Kopf, und habe auch gebremst, aber trotzdem. So he doesn't really remember what has been going on, because it's been quite a quick act, because you're like focusing in the front, you're actually like just pushing to get further on. So he said he knows that someone got in contact with his rear left tire, which also pushed him to the outside, like someone tried to squeeze in, and he was the one turning Mark Taylor then, or pushing Mark Taylor, so it turned so quickly. Mark Taylor stand dann nicht mehr in der Startaufstellung, ganz logisch, das Fahrzeug ist kaputt, er konnte auch am Sonntag nicht mehr fahren, Auto wird aber bis zum Rennen in Solda wiederhergestellt. Zweiter Start, Restart, Adam Latzko auf der Pole, Steffi Halm auf der zweiten Position, so ging es dann in die weiteren Runden. Dann haben wir Lukas Hahn auf der dritten Position, auf der vierten Position, und dann ging das Rennen los. Diesmal gab es zumindest auf der Start- und Zielgerade keine Probleme. Dann ging es in diese Rechts-Links-Kombination. Latzko in Führung, und dann treffen sich Jochen und Lukas Hahn. Antonio Albacete kann gerade so ausweichen. Auch Heinrich Clemens Hecker mit der Startnummer 25 im Scania kommt unbeschadet wieder zurück. Für Jochen Hahn und Lukas Hahn natürlich ein Rückfall auf Startplätze, die sie nicht so haben wollten. Sie wollten eigentlich ganz vorne angreifen, aber das hat diese erste Kurvenkombination dann nicht zugelassen. André Kosim auch mit etwas havariertem Fahrzeug unterwegs. Klar, man hat die Frontschürze weggenommen nach dem Unfall. Man hat ja gesehen, das Kühlsystem musste repariert werden. Die Mechaniker haben einen grandiosen Job gemacht, und André Kosim konnte am zweiten Rennen wieder teilnehmen. Adam Latzko hat sich vorne abgesetzt. Macht er den Traum aller tschechischen Zuschauerinnen und Zuschauer wahr und gewinnt hier ein Rennen. Es sieht gut aus, aber der Druck wächst dann auch vom amtierenden Champion von Norbert Kisch, der sich im Moment hinter Antonio Albacete abarbeitet und versucht vorbeizukommen. Jamie Anderson, Angriff auf Steffi Halm, aber er geht zurück. Das hat nicht funktioniert, keine Lücke zu sehen. Norbert Kisch neben Jamie Anderson. Er versucht sich auf die dritte Position vorzufahren, aber auch das kann der Brite im Augenblick abwehren. Antonio Albacete konnte den Überholversuch von Norbert Kisch nicht kontern. Latzko, Steffi Halm, dann Jamie Anderson. Das die ersten drei in diesem Reverse-Grid-Rennen. Norbert Kisch schon auf der 4. Kommt er noch weiter nach vorne, kann er sich auch im zweiten Rennen einen Podestplatz sichern. Latzko im Bagheera Freightliner. Schön die Farben hier in Most wieder mal zu sehen. Es wird das einzige Mal sein in dieser Saison, dass der Bagheera Freightliner gewinnt. Denn er gewinnt vor heimischer Kulisse, vor Steffi Halm und vor Jamie Anderson, der alle Angriffe von Norbert Kisch hat abwehren können. Und dann ist der Jubel selbstverständlich groß. Es gab noch eine Untersuchung wegen der Geschwindigkeit beim Start bei Adam Latzko, aber es war alles okay. Und so konnte er den Sieg in vollen Zügen genießen. Da haben wir den Gewinner, Adam. Ich denke, du bist sehr glücklich. Ein schwieriger Job, wo du die Ellenbogen gebraucht hast.
Ja, es war wirklich hart. Wir hatten einen Restart, der erste Start war gut und der zweite Start auch wieder. Ich hatte einen guten Start, aber dann war es hart. Ich hatte Probleme mit den Bremsen und jede Menge Untersteuern. Ich habe Steffi immer gesehen und sie hat es überall versucht und dann hat sie sich nach hinten verteidigt. Das hat mir ein wenig geholfen, um mich vorne zu halten. Der Sieger Adam Latzko mit der Trophäe für den ersten Platz unter dem Jubel seiner tschechischen Fans. Das Resultat des zweiten Rennens, Adam Latzko mit 0,647 vor dem Team Schwabentrack Iveco von Steffi Halm. Jamie Anderson auf der 3, Norbert Kisch auf der 4, Antonio Albacete auf der 5. Position, José Eduardo Rodríguez mit einem hervorragenden 6. Platz und Sascha Lenz auf der 7. John Newell, Clemens Hecker und Luis Rigvenko bilden den Abschluss dieses zweiten Rennens. Und dann ging es auch in den Sonntag und man sieht schon, es sind die Regencapes ausgepackt und es sollte ein etwas feuchterer Tag werden als der Rennsamstag. Trotzdem wieder viele, viele tausend Fans hier am Autodrom Most warten auf den Start des dritten Rennens. Steffi, gestern hast du es geschafft, Zweite zu werden. Heute startest du als Vierte, wenn ich richtig liege. Wie ist das Gefühl über die Rennstrecke und dein Gefühl für heute? In der Startaufstellung bin ich an 3, weil André eine Strafe von 3 Plätzen bekommen hat wegen des Starts gestern. Ja, wir werden sehen, was passiert. Wir haben ein Regenrennen und wir haben einen Regenstart. Das erste Ziel ist es, den Truck auf der Straße zu halten. Und dann hoffe ich, dass wir schnell genug sind, um das Podium zu feiern. Nasse Bedingungen beim dritten Rennen und Norbert Kisch immer noch in führender Position. Die Rennleitung hat entschieden, dass die erste Runde im sogenannten Single File gefahren wird. Das heißt, das Rennen wird freigegeben, die Runde zählt auch mit, aber es besteht Überholverbot. So will man verhindern, dass es weitere Unfälle gibt. Es gab ja mit Mark Taylor schon einen Unfall zu viel. Mark Taylor im Übrigen geht es sehr, sehr gut. Er hat keine Blessuren davongetragen und kann in Zolder wieder an den Start gehen. So geht die erste Runde relativ gemütlich für Truck-Verhältnisse über die Bühne. Aber als dann die Ziellinie überquert worden ist, wurde das Rennen freigegeben und Jochen Hahn nutzt sofort einen kleinen Fehler seiner Markenkollegin Steffi Halm, um sich an ihr vorbeizuschieben und um auf die dritte Position zu fahren. Steffi Halm muss da nachgeben, hatte keine Chance zu kontern. André Kosim und Sascha Lenz im Infight. Und Sascha Lenz fuhr ein furioses drittes Rennen, fuhr sich Platz um Platz nach vorne mit Überholmanövern, womit man nur mit der Zunge schnalzen konnte. Lukas Hahn hat zunächst Sascha Lenz im Griff, aber der Ohmitzer sagt, okay, dann überhole ich halt an der Rechts-Links-Kombination. Da konnte Lukas Hahn nicht mehr mithalten und Sascha Lenz wieder einen weiteren Platz nach vorne. Hinter Hahn macht sich dann Antonio Albacete auf, den 25-jährigen Altensteiger ebenfalls zu überholen. Vorne das gewohnte Bild. Wenn Norbert Kisch in Führung ist, dann baut er seinen Vorsprung nach und nach aus und lässt nichts anbrennen. Auch bei diesen nassen Verhältnissen nicht. Lukas Hahn immer noch im Infight mit Antonio Albacete und Sascha Lenz versucht wieder an Steffi Halm vorbeizukommen. Mal sehen, ob ihm das gelingt, ob er sich hier auf die 4. Position nach vorne fahren kann. In der Anfahrt auf die erste Kurve nach Start und Ziel hat das nicht funktioniert. Aber hier hat er die bessere Beschleunigung. Hier setzt er sich neben den Iveco und kann dann in der nachfolgenden Links den 4. Platz einnehmen. Auch Steffi Halm hat erkannt, dass sie hier keine Chance hatte, zurückzuschlagen. Die Startnummer 1, das ist auch die 1. Norbert Kisch, der Revesh Racing MAN in führender Position, kann es ja jetzt etwas kontrolliert angehen bei diesen etwas rutschigen Verhältnissen hier in Most.
Und Steffi Halm kämpft gegen Antonio Albacete, dann passiert es, dann verhaken sich die beiden und Steffi Halm verliert Platz um Platz von ihrer guten Ausgangsposition, Platz 5, wird sie auf Rang 8 zurückgeworfen. Die Stewards haben nachher entschieden, Rennunfall, keine Strafe für Antonio Albacete, aber ein Sieg, ein weiterer Sieg für den Revers MAN vom amtierenden Europameister Norbert Kisch. Ein Vergnügen, wieder bei Norbert Kisch zu sein. Der Mann, der weiß, wie man den Kurs fliegend umrundet in einem Truck. Was kann man noch mehr sagen, als dass du offensichtlich Spaß hattest? Oh ja, die Bedingungen waren viel besser als im Qualifying heute Morgen. Klar, es war sehr nass, aber kein Aquaplaning. Wir konnten vorne ein bisschen mehr pushen mit Adam. Ich bin froh, dass Adam hier ist, aber Adam ist sehr gut im Regen und so bin ich schon ein bisschen stolz, in dem Regen geschlagen zu haben. Heute ist ein stolzer Tag. Und diesen stolzen Tag komplettiert Norbert Kisch mit seinem zweiten Sieg an diesem Wochenende. Vor Adam Latzko 11,4 Sekunden der Abstand, Jochen Hahn mit seinem zweiten, dritten Platz in Rennen 3. Sascha Lenz nach großem, großem Kampf auf der 4, Albacete auf der 5, André Kosim letztendlich 6. Position. Die weiteren Ergebnisse im Überblick. Das letzte Rennen steht auf dem Programm. Die Strecke ist nass, aber nicht so sehr nass. Trotzdem hat man auch hier seitens der Rennleitung entschieden, nach dem Einbiegen des Iveco S-Way LNG-Gasbetriebenen Pace Trucks in einer Sicherheitsrunde zu fahren. Rennen ist freigegeben, die Runde zählt mit zu den 11 zu fahrenden Runden, aber es darf in dieser ersten Runde nicht überholt werden. Und wir haben vorne Steffi Halm, die Pole Position in diesem Reverse-Grid-Rennen hat, vor Lukas Hahn, André Kosim auf der 3, Antonio Albacete auf der 4, dann Sascha Lenz auf der 5. und Jochen Hahn auf der 6. Position. Die beiden Erstplatzierten von Rennen 3, Adam Latzko und Norbert Kisch auf den Plätzen 7 und 8. Da wird schon ein bisschen geschubst. Man merkt auch, dass die Strecke sehr rutschig ist. Aber es sollte dann noch mehr Regen kommen. Nach dieser ersten Runde biegt Adam Latzko mit einem technischen Problem mit dem Bagheera Freightliner ein. Also keine Party mehr für die tschechischen Fans hier bei Rennen 4. Dann ist freigegeben. Lukas Hahn führt vor Steffi Halm und Norbert Kisch beginnt seine Aufholjagd mit dem 6-fachen Europameister Jochen Hahn. Dann ist er schon hinter Sascha Lenz. Sascha Lenz, der sich selbst mit Antonio Albacete battelt, um hier einen weiteren Platz nach vorne zu kommen. Und in dieser Kurve, in dieser links nach Start und Ziel, sind sie zu dritt nebeneinander. Und wer ist der Gewinner? Norbert Kisch geht ein bisschen ins Grün, kann sich aber letztendlich sowohl gegen den MAN von Antonio Albacete als auch den von Sascha Lenz durchsetzen, der seinerseits jetzt wieder einen Parforce-Ritt abliefert, etwas von der Strecke, dann nebendran bei Antonio Albacete und er setzt sich tatsächlich durch, kann eine Position gewinnen, ist auf Platz 4. André Kosim hatte Norbert Kisch im Nacken, die Betonung liegt auf hatte, denn jetzt wird er überholt und Norbert Kisch bereits auf der 3. Position. Vorne Steffi Halm, Lukas Hahn. Lukas Hahn ist ein leichtes Geschäft für Norbert Kisch. Und als er Lukas Hahn überholt hat, war der Abstand zu Steffi Halm 9 Sekunden. Reicht das noch in den verbleibenden 5 Runden, die noch zu fahren sind, für Norbert Kisch? Ja, es reicht. Und man sieht, der Regen nimmt zu. Und hier kommt die Situation, wo Steffi Halm sagt, okay, da ist er einfach fast unschlagbar im Regen. Da ist das Setup offensichtlich so, dass Balu auf der Straße klebt und Norbert Kisch übernimmt nach Platz 8 die Führung in diesem Rennen. Es sollte jedoch auch bald zu Ende sein, denn die Bedingungen wurden so schlimm, dass man zunächst eine Full Course Yellow ausgerufen hat, also eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 70 Kilometern für alle Fahrzeuge und dann erkannt hat, dass es keinen Zweck mehr hat und man hat 3 Runden vorher das Rennen abgebrochen.
fühlst du dich nach dem Rennen? Es war ein gutes, aber schwieriges Rennen. Die Bedingungen waren schwierig. Es wurde schlimmer und schlimmer. Aber bis auf die letzten paar Runden war es schön. Wir hatten eine trockene Linie, aber es war schon dunkel. Man konnte nicht wirklich gut sehen, aber ich war zuversichtlich, dass die trockene Linie bleibt. Auf der anderen Seite der Strecke hattest du die trockene Linie und konntest pushen. Und die andere Hälfte, da habe ich die Regenlinie genommen und konnte ein paar schöne Überholmanöver machen. Das Resultat des vierten Rennens ebenfalls im Überblick. Norbert Kirch mit seinem dritten Sieg an diesem Wochenende. Steffi Halm konnte ihn nicht halten. 5,4 Sekunden der Abstand letztendlich. Sascha Lenz mit dem ersten Podium des Wochenendes. Versöhnlicher Abschluss für den Deutschen. Lukas Hahn und Jochen Hahn auf den Plätzen 4 und 5. André Kosim, Albacete und Jamie Anderson auf den Plätzen 6 bis 8. José Eduardo Rodríguez und Steffen Faas auf 9 und 10. Und ohne Mark Taylor ging es dann auch weiter. Wir haben die Übersicht der Gesamtwertung. Norbert Kirch führt mit 78 Punkten vor Jochen Hahn. Jochen Hahn seinerseits 14 Punkte vor Sascha Lenz und Sascha Lenz mit 10 Punkten Vorsprung auf Antonio Albacete. Es bleibt spannend, zumindest was die Plätze angeht, denn wir treffen uns schon wieder in 2 Wochen im belgischen Zolder. Traditionskurs. Viel Spaß. Stay tuned.